Morgen, wir starten in die Woche like this. Mit komischer Frisur und riesigem Chaos. Ja, willkommen im wahren Leben. Und das einzige Zimmer, was aufgeräumt ist, ist das Zimmer von Elias. Und das war es tatsächlich auch schon. Gut, die Betten habe ich jetzt nicht gemacht. Aber ansonsten habe ich das gestern mal ein bisschen aufgeräumt. Das sah auch schrecklich aus, da die Kinder immer zusammenschlafen wollen, habe ich mir jetzt die ganze Zeit immer Gedanken gemacht, was mache ich? Hole ich noch so ein Kura-Bett und stelle das in das andere Zimmer oder stelle die so nebeneinander? Und dann habe ich einfach jetzt folgende Regel getroffen, dass sie immer abwechselnd einer oben, einer unten schläft. Und es hat super geklappt. Mal sehen, wie es heute ist. Denn, also Elias stört das nicht mal so, aber Felix hat gerade diese Phase um mein Haar. Dass er halt Angst hat. Jetzt schauen wir mal hier. Also es ist absolut Oberchaos. Und das Schöne war, meine Schwiegermama hat eben geklingelt und gesagt, ja, du hast bestimmt keine Zeit, aber kannst du vielleicht mal kurz gucken kommen. Und hier sieht's aus. Also ich kann euch das gerne, eigentlich ungern, aber ich zeige es euch trotzdem. Einmal hier. So, also dieses Zimmer ist gefühlt irgendwie immer chaotisch, aber da wollte ich ja sowieso das eigentlich neu machen. Aber hier, mit Ella geht das nicht so gut. Also wahrscheinlich dann nur in Etappen. Hier hängt immer noch die Halloween-Deko. Also es gibt einiges zu tun und heute sollen es an die 30 Grad werden. Also wenn ich jetzt hier so durchlaufe, meine Wäsche, ich habe da super viel Wäsche liegen gehabt auf dem Fußboden, sieht man wahrscheinlich noch. Es war eben noch mehr, das könnt ihr euch vorstellen. Meine Schwiegermama ist ja oberpingelig, also sie stört das jetzt nicht, aber wenn man das dann so sieht, hier stehen noch Turnschuhe dort. Ja, der Frühstücksbereich, den habe ich nämlich auch noch nicht weggeräumt, weil mit Kind ist es manchmal etwas schwierig. Und ja, im Schlafzimmer sieht es eigentlich aus wie immer, also es ist jetzt aufgeräumt, aber das Bett ist wie immer nicht gemacht. Das Beste ist ja meine versteckte Kammer, die ich immer zumachen kann. Die war auch offen. Und so sieht es auch aus. Und deswegen, ich habe euch jetzt schon auf Instagram gefragt. Eigentlich hatte ich ja so vor, alles mal so durchzugehen. Neu, also auszusortieren. Hier waren so viele Babysachen. Und alles durchzuschauen, neu zu ordnen, zu organisieren. Es ist natürlich schon gut organisiert, aber trotzdem, man sammelt sich ja doch immer einiges an. Ja, jetzt wird es aber diese Woche so warm, dass ich dazu eigentlich keine Ambitionen habe. Also verschiebe ich das nochmal. Ella, mach nochmal. Oh Gott. Wie sieht's denn da aus? Oh. Wie sieht's denn da aus, wa? So, ihr Lieben, ich habe jetzt Ella hingelegt, habe mich ein wenig geschminkt, aber wirklich nur super dezent, weil es heute so warm ist und ich keine Lust habe, da mir so viel Make-up in das Gesicht zu machen. Ich zeige euch jetzt mal die Pakete, die angekommen sind. Ich denke, da kommen die nächsten Tage noch ein paar. Also ich habe natürlich Herbstsachen bestellt, Herbst-Winter-Sachen. Hauptsächlich eigentlich, also ich glaube für die Kinder, aber auch es kommen auf jeden Fall noch ein paar Sachen für mich. Wie man sieht, bei Zara bestellt, bei H&M und About You. Wir fangen mal bei Zara an. Da waren jetzt so Sachen dabei, die für Ella bestimmt sind. Das erste Teil kann ich euch schon mal zeigen. Das ist ja super süß. Das ist für Ella. Und ich denke, das wird hier auf jeden Fall eine Weile passen. Das hat hier also ein Bündchen, ist aus so einem ja, Strickmaterial, also richtig niedlich. Und da kann man natürlich viele Sachen kombinieren. Ich habe jetzt darauf geachtet, dass das eben auch Teile sind, die ich gut untereinander kombinieren kann. Und da konnte ich leider nicht widerstehen. Das sieht so niedlich aus. Dann habe ich noch ein paar Oberteile mitgenommen. Sie trägt zwar auch Bodys, aber ich fand auch Oberteile immer ganz schön, weil man das eben auch mit der Hose kombinieren kann. Das ist jetzt eine 80. Ich finde, das sieht recht groß aus. Auch so von der Weite her ist es recht groß. Da muss ich mal schauen, ob ihr das passt. Das kann man eben auch ja, gut zu solchen Kleidern oder ja, Röcken kombinieren. Dann habe ich hier eins gekauft. Das hat so einen leichten, ja, so eine Rippoptik und hier unten ist es nochmal gerafft. Richtig niedlich gemacht mit kleinen Blümchen drauf. Das hat 7,95 gekostet. Ich kann euch gleich die Preise nennen. 5,95 und ich glaube, das hier, hier steht kein Preis dran, aber ich glaube, das hat 20 Euro oder 22, 23 Euro oder 25, auf jeden Fall nicht mehr. Dann habe ich noch einen Rolli bestellt, ein Rolli, ein Rollkragen
Pullover. Eigentlich sollte der schwarz sein. Jetzt ist er aber nicht schwarz. Der hat 3,95 Euro gekostet, auch 80 cm. Ich finde, es sieht von der Weite recht groß. Also von den Ärmeln könnte es sogar passen. Dann habe ich, oh, das ist ja auch süß, aber das war da eigentlich mehr gräulich abgebildet, muss ich sagen. Also das sah jetzt nicht so bläulich aus. Und zwar ein Jeans-Overall mit Volants an der Seite. Und der hat 22,95 Euro gekostet. Ja, der sah im Internet total grau aus. Jetzt sieht er ja leicht bläulich aus, aber wir werden mal sehen. Also ich muss sehen, ob ich davon überhaupt was behalte, also was ich davon behalten werde. Dann habe ich einen Tütü-Rock bestellt. Ich finde es immer ganz niedlich. Natürlich ist es jetzt nicht super praktisch, aber ich habe den auch bestellt, weil man den auch zu Halloween anziehen kann. Also der hat, glaube ich, 10,95 Euro gekostet. Und dazu einfach, genau, und dazu einfach einen Body. Und dann kann man ihr vielleicht etwas ins Gesicht machen oder in die Haare. Und ja, das könnte sie dann eben zu Halloween tragen, aber auch zu anderen Gelegenheiten. Ich weiß nicht, warum das hier an der einen Stelle so extrem lang ist. Ach, das ist hier rausgelöst. Jetzt sehe ich, das ist also kaputt gegangen. So, das muss ich also zurückschicken auf jeden Fall. Weil das sieht schon recht merkwürdig aus, sieht man bestimmt. Dann habe ich was total Niedliches bestellt und zwar so ein Kleid. Das ist so riesig, meine Güte. Also das ist ja wirklich richtig groß. Und zwar ist das auch von 9 bis 12 Monaten. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie teuer das war, aber steht jetzt auch kein Preis dran. Und richtig schön, also vom Stoff her, richtig weich. Vielleicht fokussiert die Kamera das gut. Also das ist so richtig weicher, härterer Stoff. Hinten hat es auch noch Holzknöpfe. Dazu eine schwarze Strumpfhose. Aber das ist super riesig. Und dann habe ich noch etwas bestellt. Das fand ich auch so süß. Das wiederum sieht ganz anders aus in der 80. Ihr seht schon, das ist wieder so ein Rock, wo man, ja, oder den man gut kombinieren kann. Mit so einem leichten, naja, Steppmuster. Hier unten ist nochmal spitze. Ja, Preise sind hier überall nicht drauf. Oder an manchen Teilen, sagen wir so. Ja, also das finde ich nicht schlecht. Das sieht sehr groß aus. Hätte ich sehr gerne hier angezogen. Aber das ist so weit. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ich glaube, das sieht sehr merkwürdig aus. Das geht zurück, weil kaputt. Das finde ich auch ganz niedlich. Aber ich finde die Farbe halt, kann ich nicht so gut kombinieren mit so vielen Sachen. Gucken wir mal, was das für eine Bestellung ist. Auch für Ella. Oh, die Söckchen fand ich ja so süß. Also hier haben wir einfach ganz schlichte Strumpfhosen. Ich brauchte auf jeden Fall, und ich wollte eine schwarze Strumpfhose, weil schwarz kann man immer gut kombinieren. Passt super zum Herbst, Winter. Und da habe ich mich für dieses Modell entschieden. Gab es auch, glaube ich, noch mit solchem Muster. Fand ich auch nicht schlecht, aber ich habe jetzt einfach eine ganz schlichte genommen. Und dann Socken. Socken, also gedacht, also ein bisschen so als Kniestrumpf. Und die waren so niedlich. Also im Prinzip sind es ganz normale Socken, aber eben mit Schleifchen und in mehreren Farben und auch in so dezenten, schönen Farben. Also in so einem, ja, Puderton, beige, grau, rosa. Also eigentlich eine perfekte Kombination. Ja, ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, damit ich die Sachen alle untereinander kombinieren kann. Deswegen bin ich jetzt etwas traurig, dass die Sachen dort, die ich da genommen habe bei Zara, farblich nicht passen und auch so groß sind. Dann habe ich einen Cardigan bestellt, auch von H&M, in so einem Beige-Ton, in der Größe 80. Und auch hier finde ich, ist es, also für Ella sieht es sehr, sehr, sehr groß aus, weil sie so doch recht zierlich ist. Also sie ist normal für ihr Alter, sie ist jetzt nicht irgendwie super klein, aber sie ist irgendwie so zierlich gebaut und deswegen, woher sie das wohl hat. Aber ich weiß auch nicht. Das sieht halt alles riesig aus. Aber wenn sie dann manchmal so die 80 anhat, passt es ihr auch gut. Weil da waren, wie gesagt, noch nicht solche Teile dabei, die jetzt so extrem weit geschnitten sind. Das, was ich jetzt bestellt habe, ist alles für die Jungs. Muss ich mal gucken. Da bestelle ich auch öfters mal die gleichen Sachen. Nicht immer, aber wenn ich weiß, dass sie beide darauf stehen, dann auf jeden Fall. Und ich finde es auch ganz niedlich, solange es noch geht, dass sie die gleichen Sachen tragen. Ich habe natürlich für Halloween, das mache ich eigentlich jedes Jahr so, immer ein T-Shirt bestellt. Das ziehen wir auch noch danach an und davor.
Und zwar ist es das hier. Ich glaube, das hat 4,95 Euro gekostet. Das ist einmal für Elias. Und das gleiche habe ich dann auch für Felix. Das packe ich jetzt aber nicht aus. Dann habe ich für beide auch ein Jeanshemd bestellt. Aus dem Grund, das kann man einfach mal drüber ziehen, wenn es dann doch zu kalt ist. Oder einfach so anziehen. Also das kann man ja auch gut kombinieren. Entweder mit einem T-Shirt, einem Longshirt oder halt ganz normal so. Und zwar ist das von Mickey Mouse. Das ist jetzt für Felix. Und dort hinten ist Mickey Mouse drauf. Das sieht so süß aus. Und auch das gleiche habe ich für Elias bestellt. Und dann habe ich noch ein interaktives T-Shirt bestellt. Mit Pailletten, ein Streich-T-Shirt sozusagen. Von Pokémon. Also Pokémon gibt es ja auch bei H&M. Aber es ist sehr oft vergriffen. Da habe ich ja auch schon Schuhe, die zieht ihr ja super gerne an. Das ist jetzt für Felix. Aber natürlich habe ich das auch für Elias. Und wenn man das so streicht, kommt der typische Pokémon-Ball. Ja, sieht sehr süß aus. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie teuer das war. Ich glaube, 12 Euro hat es gekostet. Nochmal dasselbe für Elias. Und dann habe ich noch zwei unterschiedliche Sachen. Und zwar gab es da so ein Doppelset. Und da habe ich einmal für Felix Mickey Mouse genommen. Da fand ich das so cool hier, dieses T-Shirt. Also auch von den Farben her so richtig schön bunt. Richtig schön. Das sieht aus wie so ein Gemälde, finde ich. Also das mag ich sehr gerne. Und dann noch ein ganz schlichtes. Würde jetzt auch zum Beispiel unter dem Hemd passen. Und für Elias habe ich Tom und Jerry bestellt. Guckt er auch total gerne. Habe ich zum Beispiel als Kind überhaupt nicht gerne geguckt, weil die sich ja nicht unterhalten haben. Ja, ist wahrscheinlich so ein Frauending, ich weiß auch nicht. Und dann einmal das hier, Tom und Jerry, da hat er ja auch schon Schuhe. Also er könnte jetzt total oben und unten immer das passende Schuhwerk dazu anziehen. Und einmal das hier, das habe ich schon in der 134, 140 bestellt. Schon noch recht groß, aber es passt ihm schon ganz gut. Also er wächst, ich glaube, er hat aktuell wieder einen Wachstumsschub. Und dann habe ich noch zwei Rollkragenpullover bestellt. Finde ich auch immer ganz schlicht und einfach für die Schule. Einmal in schwarz und dann einmal in grau. So, das war es jetzt mit der Bestellung. Und jetzt habe ich noch hier ein Paket, das ist für mich. Da habe ich mir Stiefel bestellt. Und jetzt habe ich welche gefunden von Vagabond. Das habe ich, wie gesagt, von About You. Und so sieht der Stiefel aus. Ist wahrscheinlich jetzt nicht jedermanns Sache, aber ich finde den zu einem weißen Kleid im Herbst mit einem braunen Gürtel und dazu diese Stiefel, eine Jacke drüber, vielleicht noch ein Schal. Und im Winter dann kann man das natürlich auch super gut kombinieren. Also so sieht der Stiefel angezogen aus. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, ob ich da mit einer Hose noch einpasse. Ich glaube, das wird eine recht enge Kiste. Deswegen, ja, mal gucken. So verschwitzt sind wir wieder zu Hause. Es ist super warm. Ich habe die Kinder abgeholt, habe noch eine kleine Tour gedreht, einen Spaziergang. Und das habe ich euch ja noch gar nicht erzählt. Und zwar habe ich ein Geschenk bestellt im Internet bei Amazon, ein Beyblade. Und da habe ich einen bekommen. Ein, wie heißt das? Turbo Spisen S4. Und da hat Elias gesagt, was Mama, das ist was total Besonderes, den möchte ich unbedingt haben. Ich so, ja, jetzt ist doch aber das Geschenk. Und dann habe ich geguckt im Internet, ob er sich von seinem Geld, weil er hat letztens nochmal Zeugnisgeld bekommen von der anderen Oma, ob er sich das vielleicht davon holen kann. Den gab es aber nicht mehr, nur noch für 40 Euro. Oder sogar noch mehr, 40 Euro. Und sie haben da, wie heißt das, was habt ihr da immer? Eine Battle, beziehungsweise so einen Wettkampf im Hort. Und am Freitag ist wohl der große Kampf. Und heute hatte er das mitgenommen. Also er hat von uns sozusagen diesen Beyblade dann bekommen und hat jetzt nochmal einen anderen gekauft für seinen Freund. Ja. Und ich zeig mal, wie der aussieht. Und der ist super. Er hat auf jeden Fall damit gewonnen, hat er gesagt. Mehrmals, war? Ja. Viermal. Und ja, hier ist er. Da. Jetzt ist immer noch eine Maske auf. Ja. Und das ist der Starter.
Das ist der Starter. Genau, und jetzt hat sich Felix auch noch eingeholt, weil die Oma hat natürlich auch Felix Geld gegeben. Und, also für Elias extra Zeugnisgeld und dann nochmal für Elias 10 Euro und für Felix 10 Euro. Und davon hat er sich jetzt auch eingeholt und jetzt starten beide zusammen die Beyblade. Aber ich habe ja da keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Chaotisch hoch 10 sieht es hier aus. Au! Was denn? Lass mich bauen. Und normalerweise hat man da ja auch eine Arena und jetzt wollte ich den Kindern mal noch die Sachen zeigen. Das ist cool, oder? Und da kann man ja auch ein T-Shirt runterziehen zum Beispiel. Dann kannst du es auch so als Jacke tragen, ja? Und für Felix. Genau, ich habe für beide das da hingestellt. Dann hier? Felix. Für Halloween! Habe ich auch eins. Das ist für Felix. Dann habe ich für... Für mich Pokémon! Pokémon? Findest du das schön, Felix? Für mich? Nee, das für Elias. Findest du das auch schön? Ja, hätte ich auch so ein Pokémon. Hättest du auch gern gehabt, so ein Pokémon, ja. Hast du noch einen? Ja! Komm her! Dummy! Oh, Felix? Zwei! Und Ella? Ja, endlich habe ich den Pott genommen. Endlich! Nein! Das ist nichts für dich. Das ist nichts für dich. Den Müll kannst du haben, ja. Gerne. Wir müssen immer noch da gucken. Und dann musst du den Beyblade dran stecken. Darf ich? Und du musst richtig doll ziehen. Oh. Soll ich es machen? Ja, mach. Du kannst auch knacken. Soll ich dir mal zeigen? Ja. Nein, ich kann schon. Ich kann schon. Nee. Musst du ganz schön. Oh. So, willkommen zum nächsten Tag. Das wird, glaube ich, ein reiner Haul-Vlog, wenn man das so nennen kann. Ich habe jetzt noch ein paar Pakete bekommen. Die Bestellungen trudeln immer so nach und nach ein. Das liegt einfach daran, dass ich für den Herbst Sachen bestellt habe. Und ich war auch noch bei Action. Es gibt also noch einen kleinen Action-Haul, weil Felix ja Geburtstag hat und mir noch so ein paar Kleinigkeiten gefehlt haben. Und ich fange jetzt einfach mal an. Hier ist noch von meinem Lebensmitteleinkauf eine Melone drin. Ich will nicht so viel erzählen. Also ich zeige dir jetzt die Sachen von Action und dann gehe ich rüber zu H&M. Da habe ich nämlich auch noch schöne Sachen bekommen. Diesmal für mich. Also bei Action habe ich einmal hier Steckschaum mitgenommen. Der war dort sehr günstig. Ich glaube 39 Cent. Einmal so einen runden für meine Schale. Und dann noch einen eckigen. Dann gab es dort Halloween-Süßigkeiten. Da kann ich natürlich nicht dran vorbeigehen. Auch so für Halloween und für unsere Filmabende. Also einmal habe ich hier M&M's mitgenommen in der Halloween Edition. Dann von Trolli diese Würmer zum Verschenken. Das ist jetzt zwar kein Halloween gewesen, aber dann einmal von Haribo Vampire. Gab es noch mehr, kann ich euch dann zeigen. Dann habe ich mir eine Decke mitgenommen. Die ist ganz flauschig und die ist hier innen so, ja, wie gefüttert. Also, und die war auch jetzt, glaube ich, gar nicht so teuer. Also, es ist wirklich sehr schön und es ist so ein Grayish-Ton. Ich finde, es passt sehr gut zur Couch. Ich wollte eigentlich immer so einen schönen, naja, nicht so senfgelbmäßig, auch nicht so etwas hellere Nuance haben. Aber dann dachte ich mir, das harmoniert bestimmt. Hätte gepasst, wenn ich noch mehr Accessoires hätte, aber nur als einzelne Decke nicht. Deswegen habe ich mich dann für diese entschieden. Dann habe ich noch eine Tischdecke mitgenommen, weil unser Tisch an sich sehr massiv ist und auch sehr schwer. Aber die Oberfläche ist halt schon so abgenutzt. Und deswegen habe ich gedacht, nehme ich einfach mal so eine Tischdecke mit. Aber das ist eine besondere Tischdecke, denn die ist schmutz- und wasserabweisend. Und ja, die kann man einfach so abwischen. Aber die fühlt sich an wie eine ganz normale Tischdecke. Ich weiß noch nicht, ob man das so erkennen kann, aber ja, die ist eigentlich ganz normal, also jetzt nicht so wachsähnlich. Und ich denke, das sieht ganz hübsch aus mit diesen Holzelementen dann auf dem Tisch. Jetzt kommt Ella. Okay, Ella kommt. Dann habe ich bunte Lichterketten mitgenommen. Die haben, glaube ich, 77 Cent gekostet. Und mein Plan ist es für Weihnachten, für die Kinder, dass ich mache ja mal diese Adventskalender selber, beziehungsweise bestücke ich die selber. Und dann wollte ich den von Ella also aufhängen an der Tür. Dafür habe ich auch schon was gekauft bei Rossmann.
Und da wollte ich dann diese Lichterkette drumherum wickeln. Und zwar diese hier. Die konnte man dort auch testen. Das ist mit so einem Juteband und das sah richtig schön aus. Und die für die Kinder, also für die Jungs, da stelle ich das wieder hin und dann lege ich das so dazwischen. Das kann man natürlich auch noch andersweitig verwenden, aber das war erstmal der Gedanke. Genau. Anderweitig, nicht andersweitig. Also um Gottes Willen. Dann habe ich von Grundig so einen LED-Schlauch mitgenommen für 7,95 Euro. Und ihr wisst ja, dass das Bett unten immer beleuchtet war von den Kindern. Da waren ja immer diese Kügelchen, die da so runtergehangen haben. Aber das ist jedes Mal wieder rausgerutscht und hing dann unten. Und dadurch, dass sie jetzt beide, einer oben, einer unten schlafen, habe ich gedacht, mache ich das jetzt hier und klebe das einfach dran. Und dann gibt es dazu noch eine Fernbedienung, kann man das noch einstellen. Und es ist auch mit Steckdose, also ja, wahrscheinlich eine bessere Variante. Dann habe ich nochmal zwei neue Obstdosen für Felix mitgenommen. Huch. Weil sie ja, im Kindergarten haben sie normal Frühstück, Vesper, was wir mitgeben. Und dann noch eine Obstpause, was ich sehr schön finde. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass der Kindergarten ja keinen externen Essensanbieter hat, außer natürlich beim Mittag. Aber dass man dann so bestimmen kann, was man da mitgibt. Und die sind jetzt von Körber gewesen. Gab es dort auch noch, glaube ich, in Blau und Lila. Und ja, ganz schlicht und einfach. Und dann habe ich hier noch etwas entdeckt. Das ist ein Rucksack zum Bemalen. Das wollte ich mit Felix machen. Also so ein Jutebeutel. Den kann man bestempeln, aber auch halt, ja, da gibt es, glaube ich, auch so Schablonen. Erkennt man, glaube ich, ganz gut. Und da sie ihre Schlafanzugsachen immer in so einem Beutel bewahren, kann er das ja schön gestalten. Der andere ging nämlich kaputt. Und dann, ja, hier sind noch die restlichen Süßigkeiten. Also nochmal einmal die Würmer. Und dann von Ma-O-Am diese Kracher, auch in der Halloween Edition. Da freue ich mich schon sehr drauf. Dann habe ich noch Sweet Pumpkin Kerzen mitgenommen. Ja, und die riechen richtig gut. Sonst ist es für mich dieser Geruch, dieser ja, Pumpkin Spice, glaube ich, heißt das. Das ist für mich sonst immer zu extrem, zu schwer und zu... Aber bei dem, muss ich ganz ehrlich sagen, der riecht wirklich sehr gut. Und das sind Teelichter. Da ich aber sonst keine Teelichtbehälter habe, habe ich davon auch noch zwei mitgenommen. Und zwar sehen die so aus. Und ich denke, das sieht ganz hübsch aus mit dem Orangenen da drin. Die gab es auch noch in mehreren Farben. Waren jetzt auch nicht so teuer. Dann habe ich, guckt euch das mal an, für Weihnachten Gingerbread Aufkleber mitgenommen. Total niedlich gemacht, finde ich. Dann habe ich das hier noch entdeckt. Und zwar einmal ganz normal Tintenkiller von Herlitz. Und dann eine Zahnbürste für Felix von den Minions. Genau. Dann habe ich noch etwas für seinen Geburtstag mitgenommen. Einmal so Sticker von Mickey Mouse. Und dann einmal Laminierfolie. Die war auch, glaube ich, gar nicht teuer. 1 oder 2 Euro. Und da sind 20 Blätter drin. Mein Freund wollte nämlich etwas laminieren. Deswegen habe ich das mitgenommen. Das Gerät haben wir schon zu Hause. Dann noch ganz normale Batterien. Hier nochmal Batterien für die LED-Nachtbeleuchtung. Ja, achso. Und dann habe ich noch zweimal Kindergeschenkpapier mitgenommen. Das fand ich auch von der Optik her, beziehungsweise von dem Motiv her sehr schön. Und das hier, das war aber leider Gottes das letzte. Da wir auch relativ oft zu Kindergeburtstagen eingeladen sind, muss man sowas irgendwie immer auf Vorrat haben. Und das hat, glaube ich, 55 Cent gekostet. Also ich bin mir jetzt nicht mal ganz sicher. Und dann habe ich noch eine kleine Laterne mitgenommen. Die hat, glaube ich, 5,95 Euro gekostet. Und ich finde, die sieht sehr hochwertig aus. Und die passt sehr gut zu meinen anderen, die Ella immer gerne auf und zu macht und schon halb zerstört hat. Ja, also ich finde das harmoniert sehr gut. Ihr seht es jetzt leider nicht so. Ich stelle es mal so hin. Und dann kommen wir zu meinem H&M-Einkauf. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Okay, also ich habe jetzt, wie gesagt, bei H&M bestellt zwei Seidenblusen. Ich finde das so schön. Ich fand das früher auch immer richtig hübsch anzusehen. Ich bin mal gespannt, wie es dann angezogen aussieht. Das kann ich mir jetzt nicht zeigen.
Auf jeden Fall habe ich einmal einen beigen Schal mitgenommen, denn einen ganz normalen beigen Schal habe ich tatsächlich gar nicht. Ich habe zwar schwarz und kariert, aber das ist halt auch zu allem passend. Und ich fand den Farbton so schön. Das ist ja auch immer schwierig, finde ich, den richtigen Farbton auch bei beige zu finden. So, dann habe ich noch einen Off-Shoulder-Pullover gekauft. Da bin ich auch gespannt, wie der wohl ist, weil ich mag Off-Shoulder-Pullover sehr, sehr gerne. Aber ich habe immer das Problem, dass sie dann hochrutschen. Und das finde ich im Alltag sehr nervig. Ich denke, das wird bei diesem auch nicht ausbleiben. Aber ich fand halt auch die Farbe so schön. Ja. Der hat, glaube ich, 19,99 € gekostet. Passt auch gut zu einer Jeans oder zu einer schwarzen Hose oder auch zu einer weißen Hose. Also das kann man ja beige zu allem kombinieren. Genau. Und dann noch zwei Seidenblusen. Da bin ich richtig, richtig gespannt. Erstens, ob die überhaupt passen. Ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, beides in der M genommen. Und wie sie auch aussehen. Also das ist die eine mit so einem hochgeschlossenen Kragen, was ja total meins ist. Total. Und hier nochmal unten an den Ärmeln. Also die finde ich schon mal optisch sehr schön. Ist jetzt natürlich die Sache, dass man die mal bügeln muss. Ist nicht so gut. Aber gut, da muss man durch. Und dann nochmal eine, die sieht, glaube ich, sehr ähnlich aus. Also die hat auch, glaube ich, genau den gleichen Farbton. Ja, doch schon sehr. Und die hat einen V-Ausschnitt und ist viel länger als die andere. Also die ist wirklich um einiges länger. Die andere ist kürzer auf jeden Fall. Sie hat sich schon wieder die Laterne geschnappt. Aber auch sehr schön, wie ich finde. Ich bin gespannt, wie das Ganze angezogen aussieht. Ich überlege gerade, wie man das gut kombinieren kann. Ob die vielleicht auch so lang ist, dass man eine Leggings einfach so anziehen kann und dann ein Gürtel, dass es aussieht wie ein Kleid. Wir werden sehen. Das werde ich auf jeden Fall dann testen. Ich würde sagen, an der Stelle beende ich das Video, schneide es noch heute für euch und dann nehme ich euch morgen mit zum Dekorieren, Einrichten. Ich freue mich schon so und zeige euch natürlich auch die Sachen, die ich gekauft habe dafür. Manches habt ihr jetzt schon hier gesehen und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Ella. Ella, was machst du da? Mama, ja. Looking back at the good times.